Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute machen wir einen Apfelstrudel. Ich habe mir da schon vorbereitet 300 Gramm Mehl, 30 Gramm Öl und 162 Gramm lauwarmes Wasser und eine Prise Salz. Das nehme ich einfach dann da raus. Die Prise Salz gebe ich gleich rein. Dann schalte ich die Maschine ein und dann gebe ich zuerst das Wasser und dann das Öl dazu. Dann werde ich das Ganze mal gut verrühren, dass das einen schönen kompakten Teig gibt. Und dann werde ich ihn noch auf der Arbeitsfläche kneten und schlagen. Schlagen in dem Sinne, man schmeißt ihn auf die Arbeitsfläche, gut zum Frust abbauen und macht das Ganze relativ geschmeidig, den Teig, weil das müssen wir nachher zusammenbringen, dass er eben schön zum Ziehen geht. Genau, das zeige ich euch jetzt mal. Der Maschine mal fertig. Die kann man den ganzen runterziehen. Ja, warte mal. So, jetzt geht es weiter auf die Arbeitsfläche. Das Ganze wieder ein bisschen bemehlt. Ein bisschen kleben tut er noch. Dann kann man eben auf der Arbeitsfläche schön kneten. Rest vom Finger runter. Entschuldigung. Bisschen Mehl noch. Jetzt drehen wir ihn schön ein. Genau, und so legen wir ihn jetzt zu rasten. Ich lege ihn jetzt dann auf den Teller und gebe ihn an ein bisschen so, ja, nicht ganz, nicht kalten Ort, sondern eher so lauwarmen Ort. Ist bei Zimmertemperatur eh gut. Und es soll keine Zugluft herrschen. Also das soll wirklich schön ruhen. Und wenn ich damit die Äpfel mit dem Schälen und mit die Brösel zu machen fertig bin, dann kann man den wunderbar ziehen. Der soll in etwa eine halbe Stunde ruhen und dann ist der super zu ziehen. So, und wenn es dann weitergeht, dann melde ich mich wieder. So, machen wir weiter für den Apfelstrudel. Ich habe mir jetzt eine Pfanne vorbereitet. Da nehme ich eben Butter, ungefähr 80 Gramm, 100 Gramm Brösel und 50 Gramm Zucker und einmal einen kleinen Topf mit ein bisschen Butter fürs nachher Bestreichen vom Strudel, wenn er fertig ist. Die zerlasse ich mir einfach nur. Die Brösel schwenke ich ein bisschen an, lasse sie ein bisschen bräunen und eben mit dem Zucker ein bisschen karamellisieren.
So, jetzt ist die Butter leicht zu lassen. Die kann man jetzt ein bisschen bräunen, sprich ein bisschen Nussbutter draus machen. Das macht ihm dann den Geschmack ein bisschen aus. Hinten die Butter, die ist jetzt eben flüssig, die brauche ich nachher zum Bestreichen vom Strudel. Das Ganze lasse ich jetzt eben auch ein bisschen bräunen. Das passt eben ideal zum Strudel, also zum Apfelstrudel. Kann man nachher schön verteilen auf den Äpfeln, unter den Äpfeln. Aber das zeige ich dann eh noch. Das mache ich jetzt gleich nach dem Strudelteig, weil das Ganze soll ein bisschen abkühlen, dass es nicht zu heiß ist nachher beim Strudelteig selbst. Sie sieht, langsam fängt es an, dass unten bräunt. Da muss man dann schon aufpassen, weil das geht dann relativ zügig, nicht dass das Ganze verbrennt. Das Ganze gebe ich dann nachher wieder in die Schüssel zurück, weil das sonst in der Pfanne natürlich nachröstet und dann kann es wieder sein, dass es anbrennt, weil die Pfanne ist ja weiterhin heiß. Drum einfach raus aus der Pfanne, so dass da nichts passieren kann. Das reicht dann. Jetzt haben wir schöne Farbe, so wie man das will. So, dann machen wir gleich weiter mit den Äpfeln. Die schäle ich. Dann viertel ich die und entkerne sie und tue den Strunk eben weg. Und dann schneide ich mir einfach so Blätter. Und die ganzen gebe ich mir dann in mein Zitronenwasser, dass das Ganze wieder braun wird. Ich mache dann noch meine Äpfel kurz fertig und dann sehen wir uns wieder, wenn ich beim Sprudel weitermache.
So, machen wir weiter mit dem Apfelstrudel. Ich mehle mal mein Strudeltuch, genauso wie meine Hände. Dann fange ich an in der Luft, das Ganze ein bisschen zu ziehen. Und dann anschließend fange ich an, dass ich ihn auf ein Strudeltuch ziehe. Mein Backrohr habe ich jetzt auf 200 Grad oben und Hitze vorgeheizt. Da lasse ich ihn nachher wieder so lange drin, bis er goldbraun ist ungefähr. Ich schätze mal zwischen 20 und 25 Minuten. Kann auch kürzer sein. Ich würde mir jetzt zum Beispiel den Timer beim Backrohr auf eine Viertelstunde stellen, weil dann kann man nach Bedarf immer noch 5 Minuten draufgeben. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass er ca. 20 Minuten sicher braucht. Beim Strudelteig ist wichtig, den so dünn wie möglich zu ziehen. Der Rand ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil dann schneidet man eh weg, das Dicke. Beim richtigen Strudelteig sollte man im Prinzip eine Zeitung durchlesen können. Also wirklich hauchdünn, dann wird er richtig gut. Rezept vom Teig ist relativ simpel und relativ schnell gemacht. Und wie man sieht, man kann ihn super ziehen. In der Strudel kann man alles Mögliche machen, also nicht jetzt nur Apfelstrudel, kann man andere Obststrudel auch draus machen. So, gezogen habe ich ins genug, dann werde ich das Ganze mal ein bisschen mit Futter einpinseln. Teil der Butter hebe ich mir natürlich auf für oben drüber dann, so dass einfach mal ein bisschen überall Butter ist. Dann habe ich meine Brösel, also meine Zuckerbrösel. Ich will jetzt ungefähr 2 Drittel belegen und 1 Drittel nicht. Zwecks ein Einrollen nachher, dass eben noch einmal gut rumgewickelt werden kann. Ein paar Brösel nehme ich mir auf, die gebe ich dann nachher drüber. Dann streue ich noch ein bisschen Zimt drüber, der passt super zu den Äpfeln. So, dann kommen wir zu meinen Äpfeln. So, jetzt verteile ich die Äpfel. Da habe ich jetzt 8 Äpfel geschnitten. Die verteile ich jetzt eben auch. Das Wasser habe ich schon ein wenig abgeleert. Den Rest nehme ich jetzt gerade weg, so dass ich das Wasser nicht mitnehme. Auf das Ganze gebe ich dann wieder meine Brösel. Wer will, kann natürlich auch Rosinen reingeben. Und dann nochmal ein bisschen Zimt. So, dann schneiden wir, wie am Anfang gesagt,
den dicken Rand weg. Den kann man jetzt normal nicht mehr verwenden. Was ich gerne aus dem mache, ist so ein kleines Semmelchen formen oder eine kleine Stange formen. Die kann man mit allen möglichen dann belegen. Jetzt durch das, dass ich Brösel an den Händen habe, wird es dann eher etwas Süßes. Das ist mal einfach nur so ein kleinen, so eine kleine Stange. Und beim Einschlagen ist jetzt wichtig, zuerst an den Seiten ein bisschen einschlagen. Wenn ein bisschen klebt, einfach mit runterziehen. Und dann beim Einrollen. Na. Helfen am Anfang. Das ist immer kleben geblieben. Nicht so machtig, aber naja. Dass ich noch was zum Rollen habe. Zu wenig Mehl. Heißt, mehr Mehl auf das Strudeltuch geben. Boah. So, dann hole ich mir mein Blech, dann lege ich ihn drauf und dann wird er angepinselt. So, dann kann man den ganzen hochheben. Oder auch nicht. Auf das Backblech. Eben. Und jetzt nur noch einpinseln mit der Butter oben. Und dann, wie gesagt, bei 200 Grad in etwa 20 Minuten schön auspacken, bis es schön goldbraun ist. Und dann ist es schon fertig.